Was geht ab, ihr Schnittchen? Willkommen zurück zu einer Folge Worms. Hallo. Scheiße. Jeder einen oben, ist doch fair. Ja, finde ich auch. Ja, aber ich sehe drei Grüne, die auch auf den Berg erklimmen wollen. Ja, die rennen da halt schon mal ein bisschen. Oh, die kannst du aber gleich schon mal runterholen, glaube ich. Da Rot denkt sich aber, wir töten lieber dann doch nur den Gelben. Was? Scheiße. Wie soll ich den Grünen töten? Hol doch die Grünen da runter noch. Ja, aber die landen nur einfach da unten auf der Plattform. Was ist das für Quatsch? Stimmt. Vielleicht doch Scheiße. Oh, ja, komm, tschüss. Oh, die Mine kommt zu dir. Weiter, weiter. Ach, das Fass hält hier auf. Das ist alles suboptimal. Ja, und nachher gewinnt sie. Aha! Revenge! Ich dachte, was Christian hätte machen sollen. Na, jetzt fallen sie alle auf die Mine, das wäre schon nice. Und runter! Oh. Ihr Luden! Oh, tschüss. Nein! Ich kann da nicht! Wasser! Oh Gott, wie viel Hunde ist das? Alter, wie oft mir die Kiste jetzt den Arsch gerettet hat. Uff. Da war gut Schaden, muss ich sagen. 150 ungefähr. Einmal Leben. Gut wem? Eieieiei. Arriba. Dann kriegst du alle drei nicht runter, nur zur Info. Was ist das denn? Das so? Shit, geht das nicht? Ich lehne mich mal interessiert nach vorne. Wuhu! Ja. War gut gerettet. Okay, sehr gut. Haben wir so einen Stunt gemacht und weiter. Okay, jetzt haben wir ein bisschen geflext. Was macht er denn jetzt? Naja. Jetzt mal ein bisschen geflext. Okay, drei Kills. Wahrscheinlich. Ich glaube, keiner. Das Fass hält die auf. Ach ja, das Fass hält die auf. Ja, das ist das, was wir ja vorher gesagt haben. Welche Granate? Trotzdem nicht so geil, dass meine Würmer da nebeneinander stehen. Ich wollte auf das oben, auf das Ding, damit ich mit Wasser die wegsplättern kann. Aber nee, kann mich nicht hoch. So, jetzt lass mal die 150 da endlich unten leben. Die hat dir überhaupt nichts Böses gewollt. Nee, nein! Der lebt schon viel länger, als er eigentlich sollte. Nein. Das ist schon okay. Was soll das? Komm, flieg nach rechts, links, flieg nach links, wieso auch immer. Flieg nach links. Also flieg nach links. Das wäre jetzt krass. Flieg nach links. Flieg nach oben. Yes! Er ist unbesiegbar. Der hat echt ein neues Leben oder so. Er ist unbesiegbar. Du wirst ihn nie zerlegen. Krasse Katze, ey. Oh yeah. Oha. Jay hat seine Würmer auch nur auf Abfuckposition stehen. Warte, Alter! Jetzt, ob ich das absichtlich mache, ich finde das scheiße. Ich nee, absichtlich hast du das nicht gemacht, aber... Ich will auch lieber die geilen Positionen haben. Ach, gut, findest du trotzdem. Oh, nein. Ich hätte gerne die vier da oben. Oh, Christian. Alter, was ist falsch? Als ob! Ich war ein Panik-Move. Ich wollte noch gucken, ob ich den Baseballschläger schon hab. Das ist mir eingefallen, den hat man nicht von Anfang an. Also dachte ich mir Scheiß drauf, Bazooka. Oh, guter Move. Oh! Haben wir den Baseball? Wir haben den Baseballschläger. Okay, tut mir leid, Bram. Ja, aber der wird jetzt erst freigeschaltet, glaube ich. Oder? War ich den letzten? Nee, ich hab angefangen. Ja, stimmt, dann hättest also, du... Also, das war schon meine Runde. Können müssen. Ist ja der Baseballschläger nicht. Ich hätte schlagen können. Das wird interessant. Kannst du aber nicht die Richtung wechseln, oder? Komm, töte dich wenigstens selbst. Oh. Oh, jetzt niemals! Er wird nicht sterben da unten. Er wird für immer da sein. Trinken, und ich geh mal schnell pinkeln und. Alter, was hat er denn jetzt? Ja, das ist belastend hier unten. Was mach ich denn jetzt? Was? Nee, das bringt ja alles nichts. Bringt alles nichts, trotzdem mach. Ja, aber ich. Also ich und jetzt? Ah. Dann haben wir Jay einfach voll auf die 12. Das ist cool. Alter, ganz ehrlich, seine Würmer sterben nicht. Leben. Also, Jonathan ist einfach ein krasser und mieser Lacker, ey. Ohne Scheiß. Der ist einfach ein krasser und mieser Lacker. Wir müssen Jay da oben runterbekommen. Was Farbe ist denn das? Grün. Das ist grün. Das finde ich kacke. Was hast du denn schon wieder für eine Obsession gegen mich?
Ja, weiß ich auch nicht. Du hast mich gerade oben runtergeballert, Jonathan, vielleicht. Ja, weil der neben mir, das ist der neben mir. Aber auf der anderen Seite waren zwei, die du jetzt machen kannst. Wie soll ich denn da rüberkommen? Der beste Treffer, den du machen könntest. Meinst du, ich löse mein Jetpack auf oder was dafür? Nee. Dann hättest du zwei Stück da oben weg gehabt. Ja, das hätte ich, stimmt, das hätte ich haben können. Aber das war mir nicht wert. Ja. Ich hätte jeden anderen da genauso weggeschossen. Nicht nur, weil der blöde Wurm blau ist. Ja, aber deshalb darf ich auch mich gegen jeden anderen rächen, oder nicht? Ja. Da passe ich hin, oder? Nee. Ja, tust du. Wer fällt da rein? Halt trotzdem eine Chance. Ja, aber da unten stehen bleiben ist halt kaputt. Ach, der ist dran. Ja, guck mal. Was? Machen wir denn? Na, du kannst jetzt da stehen bleiben erstmal. Naja, schau mal. 5 Minuten Zeit, ne? Ein bisschen Zeit haben wir. Mein Würmchen hat es weggeschmeckt. Oh, die ist böse. Hui! Nein! Lol, dann macht der Loch zu? Ne. Wie geil der Hebel war. Der Hebel war ja 10 von 10. Also, Jonathan, was hast du eigentlich? Nee, das bringt ja wieder nichts, ne? Wenn wir nach oben schießen und Wasser aufpleppern, dann machst du beide weg. Oh, boah, Gott! Hui, 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 hui! Das war aber Knäppchen. Oh, oh. Ah! Shit. Hat denn die Shotgun angeklickt und nicht die Bazooka-Mann, ey? Bazooka-Mann, ey! Bazooka-Mann, ey! Bazooka-Mann, nein, der hat nur noch 6 Leben! Hol ihn aus dem Wasser raus! Nee. Lass ihn noch einmal spielen! Er möchte so gerne! Spielen. Niemals! Nein! Tu doch nichts! Autsch! Boah, der arme! 50. Krass! Der arme Bub! Ein HP! Die beiden Brams, die stehen auch. Wenn ich jetzt den Tausch mache, dann hole ich mir den. Mach das doch. Ja. Kann ich nicht. Darf ich nicht. Schade. Ich muss sagen, diese beiden Waffenkisten da unten im Wasser haben mich vorhin schon echt angesprochen. Aber dann kam ich das Wasser und das Feuer. Oh nee, angehen. Christian! Halt das einzige logische. Okay, das war gut. Nee! Das ist doch jetzt echt belastend. Jetzt hat Jay nur noch den da oben. Mann! Ja, unten noch. Ja, und den anderen da unten. Und nein, der ist doch jetzt tot. Nee, ja, nee, den anderen da unten. Ah ja, den da unten. Ja, okay. Ach, komm on! An den Kollateralschaden habe ich ja null gedacht. Ja, das ist doch jetzt alles kacke. Ja, jetzt ist der dran. Kannst du weg? Hast du schon? Ja, der wird halt sterben, wenn ich den jetzt nicht rette. Deswegen muss ich den jetzt retten. Das ist halt super ätzend. Aber ich muss hier da irgendwas dagegen tun. Ja, genau. Natürlich teleportiere ich mich ins Wasser. Ist klar. Das ist doch scheiße. Alter, tut mir leid. Ach, machst du nix? Ich sag mal so, hätte ich die 95 da unten gelassen, wäre der jetzt tot. Ja, ja, klar. Wieso haben wir nicht zwei Büffel? Hat man nicht immer nur einen? Wir haben doch nur einen, aber 3 Runden noch. Ah lol, das sind die Runden erst. Wieso haben wir eigentlich 4 Bananenbomben? Krass, Alter, noch 4 Runden bis zur Banane. Das sind einer. Aber nicht mal Max. 69! Damage. Oh lol, nee, 74. Wieso hat das jetzt nicht 75 Schaden gemacht? Das war genau auf dem Loch drauf. Verstehe ja, nicht. Weil nicht. Weil eigentlich müsste es ja 75 machen. Bloß halt den Fallschaden. So, Christian, ich helfe dir jetzt, weil du willst ja deinen Kampf da oben führen. Ich muss da keinen Kampf mit Christian oben führen. Hab ich mir fast gedacht. Smart. Wir können uns auch erstmal gegen das Proletariat da unten erwehren, Christian. Dass er das gerne hier unseren Platz haben möchte. Jetzt geht's los.
den da unten in die Mine rein, neben das Lebensteil. Muss man eben reinzoomen. Licht da nichts. Wie, links? Christian, du möchtest da nichts machen. Links neben dem Leben liegt eine Mine. Was denn jetzt? Er geht doch auf dich dran. Auf das Proletariat. Wir müssen uns da oben erwehren. Fighten nachher. Warum gehst du nicht nach unten aufs Proletariat? Nice! Hä, was machst du denn jetzt? Nice, er geht aufs Proletariat. Alles prallt doch ab und fliegt weg! Geil. Da links stehen ist okay. Rechts stehen wir schlecht. Was? Okay. Ram? Okay. Da mach ich mit. Ha! Das Spiel spiele ich mit Christian. Warte, wie können wir das umdrehen, Bram? Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, aber der wird, glaube ich, da auf dem Vorsprung liegen lassen. Oh Gott, das ist auch bitter. Aber wenn er jetzt über die Klippe springt, wäre doof. Spring! Spring jetzt! Oh, das könnte. Das ist gut. Ja, ein 47er wenigstens. Autsch. Ausgedünnt. Der Feind meines Feindes ist mein Feind. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Wie macht man das denn jetzt da oben mit den Dullis? Herr Bram, also ich sehe ja, dass wir ein gemeinsames Feindbild haben hier, ne? Das sehe ich aktuell aber auch so. Oh, da kann man keine. Komm wieder zurück, ja. Ach, schade. Das ist trotzdem. Ich meine, kann man uns da jetzt nicht mal runterspülen. Ich hatte gehofft, dass sie einfach da reinfallen, weil so richtig eine normale Granate wäre irgendwie nicht geil gewesen. Ich würde die 148er angreifen. Warum denn nicht? Ich glaube, Bram hat da einen Gräuel in sich gerade. Ihr beide kommt da oben weg, bevor ich hier gegen den. Versteht oh, das gefällt mir nicht. Oh, Bram! Oh! Als ob er da gerade am Ausbalancieren ist, willst du mich verarschen? Ja, nur ein Schwung nach links. Mit dem Schwung schießt er sich jetzt runter. Ach, Kacke, es gibt's nicht. Aber der reicht leider auch nicht. Ist okay. Ah, Wasser. Ist okay. Was mit Käse? Ein bisschen Wind von links, bitte. Ja. Oh, guck mal, Wind von links. Also, wir vertrauen uns ja blind, ne? Deswegen. Ja, was ist denn hier los? Was anderes bleibt uns hier nicht gerade übrig. Das ist ja ekelhaft. Leider wird zu wenig! Oh Gott! Oh Gott! Was war das denn? Ja, ich wollte nicht, dass wir uns hier gegenseitig wegspülen. Glaube, der eine Schaden, ja, das ist eine Kriegserklärung. Wir spülen uns hier nicht. Ach, Kacke. Also, Jonathan, ich würde mich rächen zumindest. Du, Alter, du bist die ganze Zeit nur auf mich fixiert. Wieso? Scheiße. Oh, ja! Münzen! Die Münzen hat er sich gesnackt. Oh, noch ein bisschen, Oma. War stark, trotzdem. Ich hatte gehofft, dass die Oma nicht so weit springt und dann an der komischen... Die Oma ist weiter gesprungen als Tiki-Taka. Ich weiß nicht, wie die komische Panpfeife heißt. Die Panflöte? Panflöte. Okay, Mann, wie machen wir das jetzt? Ich würde immer noch auf den Grünen gehen, Sepp. Ach, ich bin da unten. Ach, scheiße. Das ist richtig ripp. Ah. Muss ja auch irgendwann weg, ne? Das sind die, die jetzt als nächstes dran sind. Ja, das ist mir doch egal. Christian, ich kann damit leben, wenn du für den Greater Good einen Baseballschläger nutzt. Oh, Bram, komm auch hoch. Ja! Nice! Okay, wir nehmen das jetzt. Die Invasion ist am Start. Das ist ja der absolute Frechheit. Ich bin bei dem anderen, glaube ich. Da links nehmen die... Nee, hier kann ich nicht so gut rausgesprengt werden. Wir gehen erstmal hier hin. Okay. Also, Christian, nach da wie gesagt... Oben. Für das Greater Good kannst du auch gerne mich mit dem Baseballschläger da weghauen, damit man ja, da diese Kakerlaken da von unserem Berg runterholt. Sebastian kriegt davon aber nichts ab. Du blockst quasi mach den Schlag. Nee, glaube ich nicht. Ballert hast du nicht noch Wasser? Du hast doch bestimmt noch Wasser. Nee, ich hab kein Wasser mehr. Scheiße. Tja.
Try, was du auch mal du versuchen möchtest. Weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was ich tue. Try, was du versuchen möchtest. Dynamit, ich glaube, der Würfel ist richtig gut. Pass auf, du hast links, rechts hast du noch einen 155er. Links nur einen 55er. Lass mal noch den 150er leben. Oh Gott, du machst den. Oh Gott, jetzt werden wir hier radikale Methoden. Nein! Das ist super! Sehr gut! Nein! Wer verbündet das? Das war schlimm. Sehr gut! Weg die Sau! Nein! Was? Nein! Wie awesome war das denn? Jay, mal einfach alles weg. Wie awesome! Ja, fällt dir doch nicht dahin oder so, ist egal. Wer hat jetzt? Ich bin jetzt ein bisschen begeistert. Scheiße! Boah, Bram, das wird richtig gut da vorne. Boah, wir haben jetzt voll verkackt! Gehen. Scheiße, Mann! Links daneben die Holy. Oh nee, Alter. Links daneben die Holy. Wieso ist der Adel jetzt so am Struggeln? Aber der ist nicht dran, ne? Verdammt, der andere ist dran. Du hast bestimmt schon den Switch benutzt. Ich hab schon den Switch benutzt, ja. Sehr gut. Haben den 36er zu machen, lohnt sich jetzt noch nicht, ne? Doch, lohnt sich alles. Hauptsache, die sterben. Was soll das denn? Was ist ich denn hier so zu schießen, dass du nicht so getroffen bist, ne? Wie geht das denn? Ist aber klar, wenn der 36er stirbt, dass der explodiert. Das ist klar, oder? Okay. Oh, wir sind drei aufeinander, das ist bitter. Sechs Leben, komm! Der Link ist, jetzt dran, ist gleich ne? Die Nummer 6 dran, ne? Und Jay, wir müssen aber die 6 wegmachen. Irgendwie. Aber wir müssen den wegkriegen. Dann ist aber die 150 wieder dran und dann ja, ist das deine, ist egal. Dann geht dein. Dann geht ich schmeiß jetzt eine Holy, die genau bei Christian und den beiden 150er liegt. Nice. Oh, das will ich sehen. Das wäre krass. Das wäre wirklich krass. Ei, die ist gut, die ist super gut! Leck mich doch am Arsch, ist die gut. Sehr gut. Hä? Warum sind wir nicht so krass explodiert, wie wir eigentlich hätten explodieren müssen? What? Okay. Was war das? Da haben wir jetzt auch mit mehr gerechnet. Dann mach ich so einen Königswurf. Die war so gut. Warum ist die nicht richtig explodiert? Krass. Okay, das ist bitter. Das ist bitter. Jay, du nimmst die 6, oder? Ich werde gleich mit der 6 spielen, ja. Christian, macht das doch nicht. Mach das doch nicht, Christian. Du schießt drüber. Nein! Oh, yeah! Alter, Mann! Oh, oh Gott, ich hab nur noch ein AP. Oh mein Gott, ich hab nur noch ein AP. Wo willst du mich verarschen? Ja, aber jetzt ist doch Sebastian dran, oder? Nee, Jay, schau mir dran. Jay ist dran. Okay. Okay. Könnte problematisch werden, Bram. Könnte problematisch werden, da jetzt. Pass mit der Holy auf für die Bounce. Und auf den 62. Oh lol. Oh, Jay will. Jay macht Harakiri. Ey, dann. Jay geht all in hier. Du kannst die da hinlegen und dir dann das Leben holen. Oder erst das. Oh Gott. Gar kein Problem, was habt ihr? Er hat einfach die Worms Balls, Junge. Ich muss jetzt. Alter. Also, das könnte für den 62er reichen. Und für den 27er auch, aber. Je nachdem, wie wir wegfliegen. Ah, oh, shit! Ja! Komm! Das muss doch reichen! Yes! Ja! Weg mit dem Proletariat! Boom, Junge! So, jetzt können wir endlich unser Battle machen. Belasten dran. Schmeiß da einen Büffel runter. Ja, dann geht zumindest auf. Also ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob der 51er dadurch Schaden kriegt, aber der geht zumindest auf. Was ein Quatsch. Ja, da bist du unten durchgebrochen. Ja, der geht aber nach links weg, glaube ich. Oder? Oh Gott! Ja. Guck mal, nichts passiert! Ja. Aha. Okay. Ist halt aufgemacht für dich. Ich habe für eine Sekunde überlegt, ob ich einfach rechts ins Wasser springe. Warum? Ich kann einfach Jonathan jetzt nicht schaffen. Ich werde dich töten. Okay. Ich werde alles probieren, was ich kann. Nee, ja, so ist okay. Bleib mal da. Geile Wurmauswahl, das ist aber lieb. Als wenn du noch einen Jetpack hast. Nein! Yes! Alter, Jonathan!
Boah, ist das ein... Boah, leck mir am Arsch. Easy. Boah, war das egal. Geil. Ich möchte einmal sagen hier, Christian und ich spielen ja, über Sepp und Bram. Glückwunsch, Christian, zu diesem verdienten Sieg. Alter. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.